Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sag ich nicht. Wir gehen jetzt in die Höhle der Erinnerungen. Oh yeah. Nochmal gucken, ob wir dann Zugang zum Institut bekommen. Warum ist der Zigarettenautomat immer leer? Sieh an, sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Hm. Ah ja. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Aha. Und wer bist du? Zu Amari? Sie ist unten. Hey, Irma. Was ihr auch vorhabt. Ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt. Okay? Okay. Kriege ich schon hin. Dr. Amari? Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren, oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben. Aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Rede weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Wir schließen immerhin etwas an sein Gehirn an. Keine Sorge, Amari. Oha. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Meinst du wirklich, das funktioniert, Nick? Keine Ahnung. Aber wir suchen nach einem verschwundenen Kind. Das ist das Risiko wert. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. War ja klar. Dürfte einfach kein Glück haben. Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist, aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay, das macht mir Angst. Aber egal. Los. Es geht um Sean. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Ich drücke die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, warte. Kannst du ganz kurz einen Moment warten? Ich habe da nämlich noch was gesehen, was ich mitnehmen will. Und zwar... Verdammt nochmal, ja. Das hier. Das Holospiel Grognak, der Barbar. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Schön, dass jemand versucht, das zurückzuholen. Ja, aber dass ich das geholt habe, speichere ich mal eben. Ich habe nämlich keine Ahnung, was passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt lasse ich mir im Hirn rumfuschen. Please stand by. Okay. Wir warten. Oh yeah, mon chérie. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Alles klar. Immunische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden.
Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Okay. Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Ernsthaft? Ich muss jetzt hier durch? Da. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Ja, wo denn? Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Ah. Mach das scheiß Radio leiser! Ich will schlafen! Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Alle Staaten haben dafür gestimmt. Das bedeutet, dass wir... Ob jetzt die gleiche, wenn ich nochmal drauf drücke? Ich war ja so naiv. Ja. Was wusste ich schon über die Welt? Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Oha. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Okay, weiter geht's. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Nee. Nicht wirklich. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Versuch's mal mit der. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich... Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe. Dann bekommst du alles, was du willst. Die kleine Mary auch. Ich mach mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, habe? Komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse Dann gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier. Damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Conny? Ja, das werden wir. Du wirst sehen.
Schon gut, ich nehme sie. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Okay, hatte er da das Institut schon geplant? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hashtag Fragezeichen. Hashtag Institut. Hashtag Mucke ist geil. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Du hast ficken gesagt, bah. Nur, dass du's weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Oh, oh. Frau, Kind. Dann kennt ihr das doch von uns. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Du verbindest mich. Habe ich WLAN? Habe ich denn WLAN? Habe ich noch genug Surfvolumen, sag mal? Ich weiß es nicht. Mein Vertrag läuft ja aus. Oh, der Mucke hat heute wieder ganz große Fresse. Juhu. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Also. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Okay. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich habe mein Geld immer bekommen. So oder so. Du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Meinte der damit uns? Aber John Ranger war doch ein netter Jagdzeitgenosse. Oder haben wir eine dunkle Vergangenheit? Mr. Keller. Ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Was willst du? Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut. Aber so gut nun auch wieder. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her und macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mit. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Und dann kam ich ins Commonwealth. Ich hatte irgendwie alles gesehen und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hat
hatte es verdient. Ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Systeme offline. Fahre herunter. Ja, die Waffe gehört ja mittlerweile uns. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Hoffen wir's. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Stopp. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn Sie etwas brauchten, dann kamen Sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Da. Darum war diese besonders. Da sind wir. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und Sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Die Vault-Computer... Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Da funktionieren noch. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Das sind wir. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Sehr gut. Ich prüfe. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Danke. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Genau. Und da sehen wir uns nochmal. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Oh, Gott sei Dank. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie mehr. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Du hast unsere Frau getötet. Ich finde das Ding einfach. Kapsel C6, den Gang lang, am Ende. So bestimmt, wo wir gerade aufgewacht sind. Kurz. Das ist er. Da. Mach sie auf. Oh Gott, die Erinnerung, die ist furchtbar. Ist es vorbei? Renn weg! Nora, renn weg! Fast. Alles wird gut. Du Arschloch. Penner, Wichser, Hurensohn. Komm her, Baby. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Du Hurensohn. Sie kriegen meinen Schaden nicht. Der Arschloch. Verdammt. Hol den Jungen da raus. Dann verschwinden wir. Oh, Hurensohn. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich musste Tatsache weinen. Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen... Okay, alles in Ordnung. Nee, ich will raus. Ich,
Tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Gut, dass wir diesen Bastard erledigt haben. Gut, dass er tot ist. Wichser. Wichser. Ist das... Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten ist doch Mannes. Gut, oder? Ist das... Jetzt ist klar, dass wir für unseren... Ist das Sean? Die ganze Sache in Diamond City es war ist Teil Sean. Eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Schau, mein Junge. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Er hört mich also nicht. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Werd wach. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Ja, und jetzt bist du tot. Ah. Piper ist wirklich geschafft. Ich meine, das heißt nicht, dass sie... Dass der Zeitungsartikel von uns. Der Bürgermeister, er wird diesmal ziemlich sauer sein. Kellogg. Schon gut. Die neuen Sins könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Ganz ehrlich, das ist Blade. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Da müssen wir hin. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann... Ist das unser Anhaltspunkt? Mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Oh, ist er schön groß geworden, unser Junge. Ich bin so stolz, dass er noch lebt. Wir wissen, dass er noch lebt. Das ist so toll. X688, bereit für Transmission mit Sean. Was? Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Was war das? Alter, was war das denn? Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Von mir aus. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immerhin wissen wir, Sean lebt. Und den nächsten Anhaltspunkt haben wir auch. Wir müssen den Dr. Virgil finden. Ich hoffe, er ist noch nicht tot. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung.
Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Wo ist Nick? Mir geht's gut, Doktor. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten, damit wir langfristige Schäden ausschließen können. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Ich habe Kelloggs Leben gesehen. Der Mann hat meine Familie ruiniert. Ja. Und ich habe ihn getötet. Ganz recht. Er war ein menschliches Wesen wie wir. Und er hatte Gründe für sein Verhalten. So grausam die auch war. Und wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich hasse ihn immer noch, weil er hat meine Frau getötet und meinen Sohn entführt. Auf der einen Seite hat er aber auch alles verloren. Ist dir schwindelig? Nö, ich überlege. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher, Doktor. Ich weiß auch nicht, ob es da eine richtige Meinung gibt. Wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Wichtig ist, dass wir das größte Geheimnis des Instituts entdeckt haben. Teleportation. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Oh, wo ja. Ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Ja. Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal, wie verzweifelt er ist. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Naja. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht mehr. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Eine Powerrüstung? Die habe ich. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Okay. Das ist hart. Das ist hart. Vor allem das nochmal durchzumachen, das war jetzt schon sehr brutal und ging sehr an die Nerven. Radix, Radaways haben wir genug. Da kann ich mich fast mit tot schmeißen. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Okay, du hörst dich aber jetzt geil an. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Kellogg, bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Hä? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja. Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Oh ja. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Das stimmt. Erstmal hier weg.